gesehen, Yahya Güler in der blauen Ecke. Er ist zweifacher WKA World Champion. Und er trifft jetzt auf Teddy bei Rami. Kickbox Gym und sein Coach ist kein geringer als Javid Bayrami, ein K1-Fighter, der schon mit Legenden wie Ernesto Hoss, um nur eins zu nennen, im Ring gestanden hat und sein Gegenüber Yahya Gülay, ein Mann, sein Beiname Godzilla, den hat er erhalten in China, als er im Jahr 2005 im Sander, die chinesische Nummer 1 im Schwergewicht K.O. geschlagen hat. Das war schon überhaupt eine Sensation. Aber das eigentliche Ereignis, das war die erste Niederlage, die dieser Sander-Kämpfer überhaupt erhalten hat. Und Yahya Güler hat ihn kurz und knapp K.O. geschlagen. Und daraufhin haben ihm die Chinesen den Spitznamen Godzilla verpasst. So, es gibt die letzten Instruktionen vor diesem Kampf. Und dann geht's auf. Letzten Kampf des heutigen Abends, EBKC Thai Boxing World Championship, 35 Minuten im Schwergewicht zwischen Yahya Güler aus der blauen Ecke und Tevfik Bayrami aus der roten Ecke. Und da gibt gleich Yahya Güler richtig Gas. Thank you.
war die erste Runde. Und ich glaube, wir können uns auch sicherlich noch vier spannende Runden freuen. Wir kommen zur zweiten Runde beim Main Event des heutigen Abends. Jetzt schlankt Yahya Güler richtig zu. Und wieder ein bisschen Tempo gleich aus. Aber kein Versuch von Tefik Wagami, der aber das Team verfehlt hat. Zweimal gleich schlägt sie ein. Schöner Backkick zum Körper von Tiki bei Raum. Ende der dritten Runde, und das sah Yahya Güler in den letzten Sekunden dieser dritten Runde nicht gerade sehr gut aus, hat hier einige Treffer nehmen müssen. Er hat da zwischendurch mal seine Klasse aufblitzen lassen, aber das war noch zu wenig. So, wir kommen jetzt erst zur dritten Runde, da war ich schon etwas schnell. Dritte Runde in diesem WM-Kampf zwischen Yahya Güler und Tefik Bayrami. Aktion raus, aber auch bei Rami hat es gleich dagegen zu halten. Was für eine Rechte von Yahya Güler! Was für eine Rechte, der kommt nicht mehr hoch! Da bleibt Tefik Bayrami liegen! Das ist der Sieg für Yahya Güler! Das ist der Sieg für Yahya Güler. Der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. K.O.-Sieg für Yahya Güler in Runde 3. Warum, das kann ich nicht ganz verstehen.
Nein, das war ein Zauberer da oben. Da geht's nicht dran zu deuteln. Yahya Gülay also somit dreifacher Weltmeister. Ja klar, das schmeckt dem Schweizer hier überhaupt nicht. Da ist vielleicht ein oder andere noch.